Hallo und herzlich willkommen zu unserem Lernvideo zum Thema Inside Versailles. Wir werden uns mit der damaligen Wirtschaft Frankreichs unter der absolutistischen Herrschaft von König Ludwig XIV. Beschäftigen. Ludwig XIV. War mit 72 Jahren auf dem Thron der am längsten herrschende König in der Geschichte Europas. Diese Zeitspanne war damals im 18. Jahrhundert fast die doppelte Lebenszeit eines durchschnittlichen Franzosen. Jedoch kennen wir ihn alle für seine sehr besondere Auffassung von sich selbst oder auch sein bekanntestes Bauwerk, das Schloss von Versailles, welches das wahrscheinlich prunkvollste Bauwerk in ganz Europa ist. Doch auch genau deshalb hat es insgesamt damals um die 300 Millionen Livre gekostet. Umgerechnet sind das mehr als 3 Milliarden Euro. Doch nun mögen sich die einen oder anderen fragen, woher der König all dieses Geld nahm. Dieses Kapital stammte natürlich aus dem Umsatz der Wirtschaft. Denn Ludwig XIV. Hatte als absolutistischer Herrscher natürlich alles im Blick und bestimmte auch alles. Doch der Plan der Wirtschaft kam ausnahmsweise nicht von ihm. Er kam von einem seiner Scheinminister, nämlich von seinem Finanzminister Jean-Baptiste Colbert. Dieser entwickelte die Idee des Merkantilismus. Die Idee des Merkantilismus war sehr simpel. Es ging darum, möglichst viele Rohstoffe und Zwischenumsätze innerhalb Frankreichs zu behalten. Deshalb hat man nur den Import von Rohstoffen zugelassen, jedoch deren Export verhindert. Und auch hat man nur den Export von Fertigwaren zugelassen und deren Import an der Grenze durch das Militär verhindert. Mit diesem Ansatz entstanden in Frankreich Mitte des 18. Jahrhunderts dann auch die ersten Manufakturen. Dadurch die Arbeitsprozesse beschleunigt wurden und somit mehr produziert und noch verkauft werden konnte. Es waren die Anfänge der Massenproduktion. Denn nur indem man innerhalb Frankreichs produzierte, blieb auch das Geld hier, um die riesigen Ausgaben zu decken. Mit den höchsten Ausgaben machten das stehende Heer, jedoch haben die vielen Kriege auch teuer zur Last geschlagen. Zudem mussten aber auch seine großen Feste und Feten in Versailles bezahlt werden, denn ohne diese könnte er seine Politik nicht so durchführen. Er hat praktisch das Zentrum Frankreichs von Paris nach Versailles verfrachtet, denn er persönlich soll Paris nicht sehr gemocht haben. Dort in Versailles liegt nun also das Zentrum der Macht und somit auch das Zentrum der Politik. Jedoch gab es in der Wirklichkeit keine Politik, denn die adligen und höherständigen Bürger wurden dort in Versailles zwar zu politischen Veranstaltungen eingeladen, jedoch waren das meist bloß große Partys, um sie bei Laune zu halten und sie so eigentlich von der Politik auszuschließen. Der Merkantilismus war der erste Ansatz einer wissenschaftlichen Theorie zur Wirtschaft eines Staates und es war auch das erste Mal die Rede von einer Handelsbilanz und nicht nur dem Geldwert. Denn in der frühen Neuzeit wurde das Denken durch die simple Gleichsetzung Reichtum, das ist Geld dominiert. In Großbritannien war diese Denkweise am meisten ausgeprägt und es wurde eine bullionistische Geldpolitik betrieben. Somit gelang Colbert also erstmalig eine logische Trennung zwischen Geld und Reichtum. Auch wurden erstmals offizielle Staatstheoretiker und Berater von Ludwig XIV. Eingesetzt, so wie zum Beispiel Jean Bodin, der eine Quantitätstheorie zur Währung und Geld entwickelte, um so Inflation und Gold- und Silberwährung vorzubeugen. Auch wurden Monopole verboten und das Kartellrecht wurde als Beitrag zur Marktformlehre durchgesetzt. Jedoch der Arbeitsmarkt wurde maßgeblich von der Regierung beeinflusst und gesteuert. So konnte man zwar seinen Beruf frei wählen, jedoch brauchte man für die ganzen Manufakturen und Fabriken natürlich auch viele günstige Arbeiter. Deshalb gab es so etwas wie Arbeitslosigkeit nicht, da jedem, der nicht wirklich einen eigenen Beruf hatte, ein Beruf in sogenannten Arbeitslosen zugeteilt wurde. Dadurch konnte man die vielen Waren für den Export auch zu günstigen und konkurrenzfähigen Preisen produzieren, um so auf dem Weltmarkt bestehen zu können. Doch natürlich hatte der Absolutismus unter Ludwig XIV. Nicht nur Vorteile, sondern auch ein paar große Nachteile. Der größte dieser Art war eine Art von internationaler Isolation, denn eine Masse der anderen Staaten war angefeindet durch die vielen Kriege, die Ludwig XIV. Damals geführt hat. Also war Frankreichs Wirtschaft, die durch den Export von Fertigwaren hohe Gewinne erzielen wollte, nicht wirklich in den globalen Markt eingebunden. Doch das war nicht der einzige Reinfall der absolutistischen Wirtschafts- und Finanzpolitik. Ein weiteres großes Problem war eine sehr ungleiche Kapitalverteilung auf die Breite der Bevölkerung zu sehen, denn die Arbeiter in den Manufakturen haben fast gar nichts verdient und nur die Kaufleute und Unternehmer haben wirklich großen Gewinn gemacht. Dementsprechend wurde nach kurzer Zeit auch die Steuerpolitik angepasst und es wurden zudem indirekte Steuern eingeführt, um von den reichen Unternehmern und Kaufleuten mehr Geld zu verlangen. Doch auch das alles konnte irgendwann nicht mehr die weiter steigenden Kosten für die Partys in Versailles oder die hohen Militärausgaben decken, da immer mehr Korruption in Ludwigs Beamtenapparat zu finden war und so wieder Steuereinnahmen fehlten. Aber auch der damals am stärksten vertretene primäre Sektor, gerade die Landwirtschaft, wurden vom Staat vernachlässigt, da dieser die neu erbauten und sehr hoffnungsvollen Manufakturen fördern wollte. Somit fehlten auch hier in ländlichen Bereichen Kapital und Steuergelder. Als Resultat aus diesen Missständen entwickelte sich eine immer höher werdende Verschuldung des absolutistischen Frankreichs, an der es auch noch nach Ludwigs Tod zu zehren hatte. Doch ohne diese Ausgaben wäre es Ludwig XIV. Nicht möglich gewesen, absolutistisch zu regieren. Denn zum Beispiel die Feiern der Adligen in Versailles waren letztendlich der Hauptbestandteil seiner Innenpolitik, der er sie dadurch aus dieser heraushalten konnte. Es war also ein zwingendes Mittel zum Zweck, um regieren zu können. Jedoch letztendlich war dies den Adligen nicht präsent, als sie dort feierten. Denn ihnen ging es nur darum, den König zu beeindrucken und so vermeintlich Zustimmung und Aufmerksamkeit von ihm zu bekommen. Denn das war das Einzige, was für die Personen damals zählte. Doch wenn so viele Partys und Feten gefeiert wurden, wo kamen denn die ganzen Utensilien dafür her? Auf diese Frage geht Yannick gleich noch etwas genauer ein. Denn durch die französische Wirtschaftspolitik war ja der Import von Fertigwaren strikt untersagt, also wurden Musikinstrumente und andere Dinge alle in Frankreich produziert. Erst durch Handwerk und später auch durch Manufakturen. Jedoch stoßen diese Utensilien nicht nur in Frankreich auf Begierde, sondern in ganz Europa. Denn die europäische Kultur wurde damals praktisch nur durch Ludwig XIV. Bestimmt und von ihm
auch wie viele Könige damals hat auch Ludwig der 14. eigene Hofkomponisten, die für ihn Stücke schrieben. Sehr geehrte Formen waren Quartette, aber auch Stücke für die Form eines Orchesters begangen, sich zu standardisieren. Jedoch war ein Orchester damals anders aufgebaut als heute. Das Orchester im Barock war meist auf Streichinstrumenten aufgebaut und wurde nur noch durch ein paar Blasinstrumente ergänzt. Erst später kamen Tasteninstrumente wie zum Beispiel die Orgel oder das Cembalo hinzu, da sie erst dann weit genug entwickelt waren, im Blick auf ihre Mechanik und den Umfang ihrer Register her. Jedoch muss man uns allen klar sein, dass Instrumente im Barock einen anderen Klang hatten, als sie es heute tun. So waren die damaligen Streichinstrumente und auch Holzblasinstrumente im allen sehr viel leiser, sehr viel weniger strahlen und weniger tragfähig. Aber auch weicher und modulationsfähiger in ihrer Klangfarbe, denn damals galt eine Imitation der menschlichen Stimme als Klangideal, wonach dann die Instrumente auch gebaut wurden. Aber mehr zu einem der interessantesten und auch wichtigsten Instrumente der Barockmusik, der Violine und zur Geschichte dieser im Blick auf die Wirtschaft wird Janik euch jetzt erzählen. Ein Wirtschaftszweig, der sich schon vor der Zeit des Sonnenkönigs langsam entwickelte, ist der des Geigenbaus. Violinen waren schon im 16. Jahrhundert sehr beliebt und zeigten Wohlstand und kulturelles Interesse, da sie in feinster Handarbeit gefertigt und gestimmt wurden. Daher waren vor allem Fürsten und Adelige aus Italien, Deutschland und Frankreich Besitzer einer Violine. Mirecourt, eine kleine Stadt im Nordosten Frankreichs, gilt bis heute als Zentrum des französischen Geigenbaus. Laut Geschichten soll der legendäre Altmeister der Geigenherstellung, Tiversus, schon Anfang des 17. Jahrhunderts sein Atelier in Mirecourt besessen haben und so den Geigenbau in dieser kleinen Stadt angetrieben haben. Ihm folgten viele weitere berühmte französische Geigen- und Bogenbaumeister, die Kundschaft weit über die französischen Grenzen hinaus belieferten. Doch die tatsächlichen Anfänge des französischen Geigenherstellung in Mirecourt können durch keine offiziellen Quellen belegt werden und liegen somit im historischen Dunkeln. Anfang des 17. Jahrhunderts, also zur Lebzeit des Sonnenkönigs und der Epoche des Barocks, gab es strenge Zunftregeln, wodurch die Mirecourter Geigenbauer auf die Einhaltung hoher Qualitätsstandards für ihre Geigen achten mussten. Dadurch waren nicht nur die Geigen, sondern auch die Lehrlinge der Geigenbauer in ganz Frankreich gefragt und viele dieser Mirecourter Lehrlinge öffneten bald eigene Ateliers in den großen Städten Frankreichs. So wurde der gute Ruf Mirecourts ins ganze Land hinausgetragen und hatte Auswirkungen auf den Geigenbau in ganz Mitteleuropa. Im späten 18. Jahrhundert ging Didier Nicolas einen neuen Weg. Um seine Geigen einer größeren Masse zugänglich zu machen, spezialisierte er sich nicht auf die Perfektion seiner Geigen, sondern auf preisgünstige, aber klangstarke Geigen. Mit dieser Erkenntnis begründete er eine neue Ära des Geigenbaus. Er konnte schnell viele Kunden von seinen Geigen überzeugen und hatte in den letzten Jahren seines Lebens rund 600 Mitarbeiter in seiner Manufaktur, was seine Firma zum ersten Großbetrieb dieser Art in Frankreich machte. Zwischen 1850 und 1960 konnten die Instrumentenmanufakturen aus dem Nachlass von Didier Nicolas seine deutschen und italienischen Pendants überholen und eroberte so den Weltmarkt. Heute ist Frankreich hinter den USA, Japan, Deutschland und dem Vereinigten Königreich auf Platz 5 der größten Musikmärkte der Welt. Vielen Dank fürs Zuhören. Hoffentlich hat es Ihnen gefallen und Sie haben etwas gelernt. Wenn nicht, tut es uns leid, Ihre Zeit verschwendet zu haben. Wie dem auch sei. Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder kreative Schulaufgaben erledigen.